bist du ja. Ich habe in der Werft nach dir gesucht und mich dann stattdessen mit ein paar Ingenieuren unterhalten. Die haben mir erzählt, dass ein ganzer Konvoi neuer Ingenieure vom Imperium abgefangen wurde. Keine Überlebenden. Klingt, als hätten sie einen Spion bei Hosnian Prime gehabt, der ihnen unsere Pläne verraten hat. Wie du dir vorstellen kannst, macht das allen in der Werft ganz schön Angst. Ich will nachher eine Runde Passat mit ihnen spielen, um die Stimmung zu lockern. Meinen Beitrag leisten, du weißt schon. Nur mal so zwischen uns. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas Bedeutenderes als abgeschossene Ingenieure. Ardo ist still und der Boss hat sich schon den ganzen Tag lang im Besprechungsraum eingesperrt. Ich glaube, wenn es nur um die Ingenieure ging, hätte er uns schon etwas gesagt. Irgendwas anderes muss los sein. Ich wette, dass es etwas mit einer offenen Rechnung zu tun hat. Ein dunkles Geheimnis, das er zurückließ, als er dem Imperium den Rücken zugekehrt hat. Oder vielleicht auch nicht. Was weiß ich denn schon? Was es auch ist, es lässt sich offenbar nicht mit einem riesigen Kampfschiff lösen. Warum gehst du nicht mal selbst zum Besprechungsraum? Vielleicht redet der Boss ja mit dir. Du hast recht, Linden. Meine Kontakte haben deinen Verdacht bestätigt. Sie ist es. Es konnte nur Theresa Carroll sein. Das ist eindeutig ihre Handschrift. Wir kennen sie. Dir ist klar, dass sie Hosnian Prime und den Konvoi nur aus einem Grund angreifen würde. Sie sucht nach Projekt Starhawk. Ich habe Schritte eingeleitet, um sie aufzuhalten. Bevor sie die Nadiri-Werft findet. Bevor mehr Leid geschieht. Linden, was hast du getan? Entspann dich. Ich habe Theresa nur eine Nachricht geschickt. Nicht zu ignorieren. Ein alter Schützling von mir, Theresa Carroll, führt die imperiale Suche nach Projekt Starhawk an. Sie wird nicht nachgeben, bis es zerstört ist. Gut, ich habe da einen Plan. Ich habe eine Nachricht verschickt, von der wir wissen, dass sie von einem versteckten imperialen Horchposten nahe Esselis abgefangen wurde. Was für eine Nachricht? Ein Köder für Theresa. Und nun, da der imperiale Posten seinen Zweck erfüllt hat, wird es Zeit für Teil 2 meines Plans. Zerstören wir den Horchposten, lassen wir Theresa glauben, dass wir etwas verbergen. Das macht den Köder wesentlich glaubhafter. Vanguard, ich will, dass ihr mit Y-Flügler mit schwerer Artillerie den Posten in Esselis in die Luft jagt. Zeigt keine Gnade. Eine Korvette begleitet euch, um das Feuer des Imperiums auf sich zu ziehen. Gunny wird unsere Bomber versorgen. Das sind eure Ziele. Wir haben Empfänger am Rumpf als Schwachstellen identifiziert. Zerstört jeden einzelnen. Zusätzlich müssen die äußeren thermischen Regulierungssysteme und alle Satellitenschüsseln auf der Oberseite des Horchpostens zerstört werden. Wenn ihr das schafft, nehmen wir dem Imperium einen entscheidenden Vorteil und Theresa wird blind in unsere Falle tappen. Theresa Carroll war meine rechte Hand bei Foster Haven. Sie war mein Schützling. Sie hat es von einer Weise auf Coruscant zu einer Kapitänin eines Sternzerstörers gebracht. Das Imperium gab ihr alles, darum würde sie alles geben, um es zu beschützen. Deswegen behalte ich gewisse Details für mich. Wenn wir gegen Theresa ankommen wollen, ist jede Information, die durchsickert, ein Risiko. Vertrau mir bitte noch ein wenig länger. Begib dich zum Hangar. Zerelda hat dein Schiff vorbereitet. Ich muss zugeben, der Plan des Commanders ist ziemlich clever. All diese Geheimnistuerei und listigen Tricks sind fast schon imperial. Ich weiß, dass die neue Republik besser als das Imperium sein möchte, aber eins muss man denen lassen. Ihre Strategien sind effektiv. Das heißt nicht, dass wir sie abkupfern sollten, aber das hier ist immer noch ein Krieg. Manchmal muss man wie der Feind denken, um ihn zu besiegen. Gut, dass der Commander seine taktische Brillanz uns zugutekommen lässt. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Ja.
Y-Flügler können Bomben und andere schwere Sprengsätze tragen. Dadurch sind sie zwar langsam, richten aber viel Schaden bei großen Zielen und Großkampfschiffen an. Spionagenetzwerk dafür danken. Formieren wir uns mit unserer Korvette. Sie wird uns während des Angriffs Deckung geben. Dieser Horchposten mitten im Nirgendwo. Wie hat der Boss diesen Ort gefunden? Er entsandte eine Nachricht mit der Absicht, dass das Imperium sie abfangen und den Außenposten preisgeben würde. Den Köder haben sie geschluckt. Glückstreffer. Er konnte niemals wissen, dass das funktioniert. Es sei denn, die gesendete Nachricht war so verlockend für das Imperium, dass sie sie einfach abfangen mussten. Was könnte nur so verlockend sein? Das ist der Punkt. Javes wird es uns nicht verraten. Aber es könnte sich in eine Falle verwandeln. Zuerst kommt die Mission. Um Details dieser Falle kümmern wir uns später. Ich hab's nicht abgesehen.
Feinde sind hinter mir! Sie haben mich erfasst! Funktioniert das Übertragungssystem? Gut, ich rufe Verstärkung. Nur noch ein Empfänger übrig. Kein Widerstand. Thank you.
Thank you.
Staffel. Die Falle ist gestellt. Zurück nach Hause. Es ist Zeit für den nächsten Schritt.